Ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr. Yo, meine Kartoffelfreunde, willkommen zu einer Folge Rocket League. Ja, ich werde die Folge heute aufnehmen und ich werde die Folge heute hochladen, deswegen kommt sie heute leider auch ein bisschen später. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir und habt genauso viel Spaß wie ich jetzt in dieser Folge. Und ich hoffe, dass wir das gewinnen, weil ich habe extra für euch einen Rank gestartet. Ach, was eine Parade. Ich habe... Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin Prospect Elite. Oder nee, Prospect 4, glaube ich. Das ist sowas wie Silber. Ja, sowas wie Gold Nova in Counter-Strike, würde ich jetzt mal behaupten. Also sowas wie unteres Mittelfeld. Weil ihr wisst ja, ich bin nicht so gut in Rocket League. Bin halt eher so ein Gelegenheitsspieler. Aber ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ihr heute nicht das optimale Gameplay seht. Nice, good job. Versuche einfach immer nur gelegentlich mal auf die Gold-Elo zu kommen hier bei Rocket League, aber irgendwie wird das nie was. Weil ich immer Prospect Elite bin, das ist immer so der letzte Rang vor der Gold-Elo. Und dann habe ich immer das Glück, dass ich, habe ich glaube ich schon mal erwähnt in einem Video, dann habe ich immer das Glück, dass ich da die größten Mongos ins Team kriege, die ich dann natürlich nicht gebrauchen kann. Und das ist immer ultra abfuck. Ah. So, merkt euch eins, Kinder, merkt euch eins, in Rocket League ist das Wichtigste erst die Abwehr, dann der Angriff. Ohne Witz. Ohne eine gescheite Abwehr kannst du keinen Angriff oder kein Spiel gewinnen. Die Tore vorne kommen von ganz allein. Wichtig ist eigentlich nur, dass du hinten nicht zu viele Bälle reinkriegst. Das ist das, was ich so in meiner Zeit auch jetzt nicht nur bei Rocket League, sondern auch beim Handball. Ich habe ja jahrelang Handball gespielt. 12 Jahre, um genau zu sein. Und da ist es halt auch so gewesen, dass das Team mit der besseren Abwehr im Endeffekt gewonnen hat. Weil vorne die Tore kommen in jedem Sport von ganz allein. Das ist nicht nur bei Rocket League so, es ist ja auch beim Handball, Fußball. Alle, die mal so Teamsport gemacht haben und ein bisschen Turniere gespielt haben, die wissen auch, oder ein bisschen vernünftiger gespielt haben, die wissen auch, dass das so ist. Es ist halt einfach das Wichtigste, dass ein Team von Grund auf gut aufgebaut ist und da es fängt halt alles bei der Abwehr an. Oh fuck. Ah, ihr seht schon, ich bin hier gerade so ein bisschen verzweifelt irgendwie, aber mein Teammate ist ganz gescheit. Obwohl. Fuck, ich wollte den Boost mitnehmen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der im Tor den noch kriegt. Aber naja. Oh, nice Teamplay. Richtig schönes Ding. Er hat das hochgehauen. Digga, jedes Mal hau ich den Torschuss gegen den Gegner. Ich muss halt noch sehr viel lernen bei Rocket League. Zum Beispiel auch den Ball richtig zu führen erstens. Ich muss dann noch lernen, den Ball so zu treffen, dass er halt immer dahin geht, wo ich will. Sprich, ich muss das Fliegen ein bisschen besser kontrollieren, ne? Weil Fliegen ist somit das Wichtigste in Rocket League. Immerhin. Noch kein Gegentor kassiert. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Ich bin eh so mehr der Verteidiger-Typ bei Rocket League. Habt ihr. Digga, ich krieg den Boost nicht. So. Noch ein Tipp von mir für Rocket League. Habt immer Boost parat. Ihr wisst nie, wann ihr mal spontan fliegen müsst. Oder mal Knallgas geben müsst, so wie ich gerade. Yeah! Habe ich doch noch ein Tor hingekriegt. Und der erste. Die Saskia ist schon aus dem Match gelieft, würde ich mal sagen. Ich glaube, die hat keine Lust mehr. In normalen Matches ist es natürlich so,
dass da immer noch Spieler nachjoinen können. Hier im Rank ist es nicht so. Das ist ja auch logisch, weil sonst wäre das ja unfair für den, wenn der eine in ein laufendes Match, wo es 5-0 steht, reinkommt. Wäre natürlich unfair, ne? Und die Saskia hat jetzt definitiv hat jetzt definitiv ein Spielbann bekommen. Das heißt, sie kann jetzt für, je nachdem wie oft sie lieft oder er lieft, keine Ahnung, kann für bestimmte Zeit dann nicht ins Spiel beitreten. Bei mir war es einmal so 15 Minuten, da war ich glaube ich das zweite Mal, erste oder zweite Mal gelieft, ich bin mir nicht sicher. Aber da habe ich mich einfach so aufgeregt, da hatte ich auch keinen Bock mehr, bevor ich irgendwas kaputt gemacht hatte. Tu casa tu le temps me pousse PTN. So. Rocket League sieht immer bei anderen so einfach aus. Ne? Ich habe das mal in der Schule mit einem Kollegen, beim Kollegen auf dem Laptop gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Rocket League sieht wirklich immer so einfach aus bei den Leuten. Und wenn man es dann selbst spielt, es ist was ganz anderes. Es ist so schwer, diesen Ball richtig einzuschätzen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe da am Anfang so Probleme mit gehabt. Ich habe es echt nicht hingekriegt. Ich bin jedes Mal zum Ball gesprungen und entweder war er schon auf dem Boden aufgekommen oder er ist noch viel höher, als ich überhaupt gedacht hatte. Das hat sich erst gebessert, seitdem ich die Kameraeinstellung so extremst umgestellt habe. Pure Zerfistung hier, Alter. Ohne Mist. Der Gegner wird richtig hochkant zerstört. Ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr. Nice. GG. So, falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben. Tut mir leid, dass die Folge heute ein bisschen später kam. Sonntag kommt die Folge wieder pünktlich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Däumchen wäre Träumchen. Feedback ist immer gut. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tadalö! Wow!